Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spielzeug-Unboxing-Review von uns, den Pocket Nerds. Und heute ganz besondere Edition. Es geht nämlich um Rick und Morty. Hier läuft es schon im Hintergrund, da sieht man es auch. Und zwar um Funkos und nicht um die Pops diesmal, sondern um diese tollen Actionfiguren hier. Einmal Morty, einmal Rick. Und die werde ich jetzt zusammen mit euch auspacken und mir mal angucken, was die so können. Und ja, folgt mir zum Tisch. So, da sind wir auch schon auf dem Tisch. Vor mir liegen die zwei Figuren. Ich zoome mal ein bisschen ran. Rick, Morty. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Morty mal an und packen den mal aus. Also, ich bin da jetzt einfach ganz unvoreingenommen und reiß die Verpackung auf, wenn sie nicht aufgeht. Weil das, was da, das hat für mich keinen Sammlerwert. Das ist für mich eher Spielzeug. Wirklich. So. Verpackung beiseite. Und dann packen wir es mal. Wir sehen hier schon, wir haben hier einen Roboterarm drin. Und das ist einer von vier Teilen, wenn ich mich nicht irre. Einer von fünf Teilen, die zu dem Schnuffel- bzw. Schneeball-Roboteranzug gehört. Wenn man alle fünf Figuren hat, kann man sich noch den Schnuffel-Roboteranzug dazu bauen. Und das sieht wirklich super gut aus. Schön modelliert. Hier der Kopf, der Balljoint. Jetzt fallen mir die deutschen Sachen Begriffe gar nicht ein. Das kommt zur Seite. Dann gucken wir uns mal hier die Pistole erstmal an. Die ist auch wunderbar detailliert. Wirklich schön gearbeitet. Das mal zur Seite. Und dann kommen wir zur Figur selber. Hier haben wir Morty. Ja, okay, die Augen hätte man vielleicht ein bisschen schöner malen können. Aber grundsätzlich zur Bewegung. Der Kopf 380 Grad. Die Arme können hoch und runter, vor, einmal komplett rum. Es gibt ein Ellbogengelenk und die Hand kann sich auch drehen. Dann die Beine können auseinander, nach hinten und ein Stück nach vorne. Ist alles sehr steif. Und das Knie kann man auch hier einmal knicken. Und dann kann man ihm einfach hier seine Waffe in die Hand geben. Oh, Rick! Oh nein! Oh. Und weg. Legen wir den mal dahin. Und kommen wir zur nächsten Figur. Beziehungsweise auch dann einfach zur letzten schon. Selbe Verpackung. Nichts Besonderes. Machen wir auf. Holen das raus. Dann geht's zur Seite. Dann haben wir hier den zweiten Arm vom Roboter. Mal zum Vergleich, der ist so ein bisschen eingewinkelt, der hier ist so ein bisschen lockerer. Na, Fokus. So. So ein bisschen lockerer. Dann natürlich, oh, das ist sogar festgeklebt, weil es so klein ist.
kommt Trick natürlich nicht ohne Flachmann. Den haben wir natürlich hier. Sieht gut aus, ist so einfach ein Flachmann. Und ikonisch natürlich die Portal Gun. Ganz schickes Modell. Ein paar kleine Details sind drin. Kommen wir nun zu Rick. Der hat auch wie Morty, der Kopf kann sich um 380 Grad drehen. 360 Grad sind es übrigens, fällt mir gerade ein. Und 180. Dann geht es hier so ein bisschen rechts und links. Arme einmal komplett rum und der Ellenbogen kann auch angewinkelt werden. Die Hand dreht sich auch um 360 Grad. Die Beine gehen nach vorne, ein Stück nach hinten und generell das Kniegelenk hier ist ein bisschen lockerer als bei Morty. Was man natürlich hier sieht, hier die Augen stehen bei beiden schon raus, aber bei Morty ist es noch extremer als bei Rick. Aber ich finde, im Großen und Ganzen hat man einfach auch mit dem grünen Sabba hier die Ähnlichkeit der Charaktere, wenn man mal im Vergleich dazu sich die Popfiguren daneben legt. Also das ist schon, die sieht sich schon recht ähnlich. Jetzt kommt hier gerade extrem Sonne rein. Also das haben sie schon gut eingefangen und auch Rick. Hier. Hey Morty. Hat man schon auch hinten mit der kahlen Stelle am Kopf. Ich finde die Haarfarbe hier bei der Figur ist noch ein bisschen Cartoon-ähnlicher als die von der Popfigur. Aber so auch die Farben und so, das passt alles schon sehr, sehr gut. Sind richtig coole Figuren. Entschuldigung, noch ein bisschen erkältet. Und werden auch wahrscheinlich eine gute Ergänzung in meiner Vitrine machen. Und ja, das war's zu den Rick und Morty Actionfiguren von Funko. Wenn ihr noch mehr von uns hören oder sehen wollt, dann schaut doch mal auf www.pocketnerds.de vorbei. Da gibt es damit die aktuelle Podcast-Folge und noch anderen Kram. Und ich würde sagen, wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!